Willkommen zurück bei The Search und damit beim Bosskampf. Ja, schönen guten Tag. Ich gehe direkt weiter zum nächsten Boss. Und ja, zweimal konnte man versuchen in der letzten Folge. Der ist jetzt nicht übermäßig schwer. Mich beim ersten Mal sehr, sehr dumm angestellt, beim zweiten Mal weniger dumm. Aber ich denke mal, der wird heute liegen irgendwann. Die erste Phase, die ist ja, da kam ich ja dann schon beim zweiten Mal deutlich besser zurecht als noch beim ersten Mal. Da war das noch alles ein bisschen verwirrender für mich. Und die zweite Phase, wenn er dann seine vier Ärmchen dort auspackt, das ist ein bisschen, ist von der Kamera auch tatsächlich nicht so super. Möchte ich jetzt nicht als Ausrede nehmen. Aber so, vielleicht schaffe ich es ja, dass er mich in der Folge nicht großartig trifft. Das wäre super. So, zwei Schläge in aller Ruhe die erste Phase hinter uns bringen und so wenig Medipacks wie möglich verbrauchen. Ich kann ihn wirklich dreimal ohne große Probleme erwischen. Okay, das war's sogar schon. Na, okay, jetzt kam ich nicht weg. Wie in der letzten Folge, als ich den einen Arm abgehauen habe, da konnte ich dann auch nicht weg, weil ich noch in der, oder weil er noch hier in der Animation war. Okay, jetzt nichts wie diese vier scheiß Dinger hier weg. Die hauen nicht nur ganz gut rein, die sind auch ganz gemein. Uiuiui. Seht ihr das? Die hauen mich echt. Die Kamera ist halt echt ein bisschen. Das hatte ich Glück. Ist echt ein bisschen doof. So, super. Nur noch die beiden. So, super. Und Nummer letzter. Nummer 4. Komm schon, geh kaputt. Lass mich Ruhe. So, das ist unten. Ah, okay, das muss ich auf alle Fälle kaputt hauen. Nein! Ach! Da bin ich aber erzürnt über mich selbst. Dass er mich so aus den Socken haut mit der Attacke. Gut zu wissen, die kannte ich aus der letzten Folge noch nicht. Da konnte ich da mal irgendwie ausweichen und habe die nicht abbekommen. Ah, oh, schade, das lief so gut bis dahin. Sie geben Acht auf dich. Meine Kollegen hocken die ganze Zeit in der Medibay oder in irgendwelchen Röhren rum. Die helfen mir gar nicht. Bin mal gespannt, was Joe mit uns vorhat, beziehungsweise womit sie uns vielleicht helfen kann mit ihren Altmetall, was sie da immer verlangt. Ich vermute mal, dass die kommt vielleicht noch ein, zweimal vor. Aber der Fahrstuhl, der fährt immer wieder automatisch runter. Der andere dort in der Nähe der Medibay nicht. So, und unverstrunzt ans Werk. Arschloch. Ist aber gut. Pfui. Weg damit. Das. Ah, shit. Saß ich gleich leicht in der Klemme. Ah, nee. Okay, super. Nein, weg. Ach, Manu. Nur diese Klatschattacke von oben. So, super. Ich versuche jetzt mal ein bisschen kluger zu agieren, aber die Kamera macht es mir nicht so einfach. Ist wirklich, also ich spinne jetzt hier nicht rum. Ah! Was ist das denn hier? Ich glaube, ich wollte die bei den letzten Versuchen einfach zu schnell kaputt hauen. Wenn ich jetzt hier ein bisschen vorsichtiger agiere, so zum Beispiel nicht.
hab keine. Fuck! Was zur Hölle war das denn? Mann! Dreckskamera! Achso, da ist kaputt. Hä? 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 Ich sehe halt nichts. Was machst du hier unten? Oh, ist das mies! Seht ihr das? Och, genau. Gleich sind wir kaputt, ey. So, letzter Arschkopf. Toll. So. Hä? Was macht die denn schon hier? Da muss ich weg, wenn sie sich irgendwie so festkrallt, wenn sie sich so... Mann! Wie habe ich das denn beim ersten Mal gemacht? Okay, ich kann doch da oben angreifen, hier unten angreifen. Halt nie genau, was die macht hier, ne? Diese Maschine. Weiß auch nicht, wie ich das... Wo bin ich denn hier? Wie ich das Blitzen irgendwie wegkriege. So, und jetzt ist da unten Ruhe, ne? Wenn die... Alter, hör auf, hör auf, hör auf, irgendwas anzuvisieren. Oh! Okay. Okay, da konnte ich ihn gerade gar nicht treffen. Och nein. Scheiße, eine Heilung noch. Okay, wenn er das macht, am besten nah an den Rand, dann kann er mich irgendwie nicht treffen. Oder nur schlecht. Das weiß ich. Ich komme da nicht weg. Ich war schon auf dem Ausweichknopf. Keine Chance. Hier drüben sind noch. Hey. Nein, 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 nein! Ach, fick! Ich dachte, die blauen Kabel kann ich noch irgendwie abhauen. Das geht nicht. Runter! Huch, was ist denn das? Diese Attacke kostet mich immer mein Leben. Scheiße, das war's gleich. Ich verreck so oder so. Ich hab nichts mehr zum Heilen dabei. Es fehlt echt nicht mehr viel, ne? Aber ich bin gleich tot. Okay, jetzt war's das. Schade, 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 schade. Diese Kackarme da in der zweiten Phase, die nerven mich so sehr. Am besten, ich visiere die vielleicht gar nicht an, da komme ich vielleicht besser zurecht. Aber da nimmt die automatisch immer mal ins Visier, habe ich den Eindruck. Kommt mir zumindest so vor. Sei vorsichtig da draußen. Ja. Bin ich, versuche ich. Alter, fick dich, du Arschkrampe. Dein dummes, fieses, drecks, kack Altmetallmaul. Jetzt gehe ich zurück und heile mich. Hallo.
Schönen Tag, Warren. Mann! Fick dich, Arschkopf! Das kann doch nicht sein. Ich könnte jedes verfickte Mal an den vorbeirennen. Sei vorsichtig, da. Sei vorsichtig, als Maul! Herr Arschloch. Mann, ey. Das fehlt mir noch. Ich will einfach bloß zum Boss laufen. Immerhin ist der Weg nicht so weit und ohne Probleme eigentlich zu erreichen. So. Ich versuche wieder ein bisschen weniger zu fluchen. Aber manchmal erkennt das selber. Wenn man zusieht, ist es immer nicht so schlimm bei jemandem. Aber wenn man selber zockt und man will eigentlich nur die eine Sache hier endlich erledigen. Und dann kriegt man immer wieder auf den Sack von irgendeinem Arsch. Oder halt auf dem Weg dorthin, Mann! Ich denke schon wieder sinnlos eine Heilung. Mann, fick dich! Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich! Das läuft überhaupt nicht nach meinem Geschmack gerade. Wir brauchen beide noch einen Schlag. Hauen doch weg. Hauen einfach weg. Einfach aus dem Maul. Und jetzt visiere ich die Dinger hier nicht an. Er macht's aber trotzdem. Er macht's automatisch. Ich will's gar nicht. Ach, fickt euch. Geh doch da mal weg. Oh. Mann! Hau da keine Luftlöcher, Mann. Weg da! Runter von einem hohen Boss da oben. Komm, 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 komm. Mann! Ah, wie ich mich selbst verfluche, dass ich jedes Mal bei dieser scheiß Attacke da reinlaufe. Achso, hier. Hör doch mal auf! Mann, seht ihr das mit der Kamera? Ich habe nichts gemacht. Ich wollte den Idioten einfach nur abvisieren. Was macht er denn? Geht er weg! Geht er weg! Yeah. Bin ich stocksauer. Ein bisschen auf die Kamera, größtenteils auf mich selbst. Da muss ich weg, wenn er sich da so... Ich habe schon eine große Heilung genommen? Echt, wann? Ja! Big Sister, 1 von 3. Offline. Okay. Oh Gott. Sag bloß, da kommen noch mehr. Ach, Gott sei Dank. Und eine neue Waffe haben wir erhalten. Müssen gleich nochmal gucken, wie die hieß. Huch. Huch. Nö, 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 nö. Oh oh.
Ah, da geht's wieder zurück. Anscheinend. Boah, was bin ich froh, oder? Hier. Da drüben. Da geht's hin. Da kommen wir zurück. Oh, Gott sei Dank. Ah, hier soll ich vielleicht weiter. Aha. Flup, flup. Ja, wir schauen uns erstmal die Waffe an. Tut mir leid wegen dem Rumgefluche, aber ihr wisst, wie das ist. So, oh hier. Mittel hoch. Hitzkopf, ein Stab. Okay, da könnte ich mich drauf einlassen. Den mal abzugraden. Lief ja dann noch ganz gut zum Schluss. Jetzt frage ich mich, warum war es so schwer vorher, wie es immer so ist, ne? Einmal besiegt, dann denkst du dir, mein Gott, warum nicht gleich so? Tja. Ist halt einfach so bei diesen Spielen. War okay, ich glaube 5 oder 6 Versuche. Ja, gut. Servicestation zu Creo One. Mhm. Diese Säcke. Ich habe mich gerade schon gefragt, wie soll ich denn jetzt hier weiterkommen, wenn ich die Tür nicht öffnen kann. Jetzt weiß ich's. Wir brechen einfach durch und finden vielleicht eine neue Medibay hiervon. Das wäre doch mal was. Das könnte ich mir gut vorstellen. Scheiße für Sicherheitspersonal. Da komme ich wieder nicht rein. Zugang nur für befugtes Personal. Ja. Wobei, warte mal, wir hatten doch noch gar nicht... das Teil. Das, ich leg jetzt mal, falls das klappt, das komplette Liquidator-Set an. Vielleicht ist das hier das dafür. Zugang nur für befugtes Personal. Mist, welches Set ist es denn? Ihr habt es mir bestimmt schon geschrieben. Ich bin wieder weit im Vorlauf mit den Aufnahmen. Druckkontrolle. Eindringling entdeckt. Verteidigungsmechanismus aktiviert. Mickey hat immer gesagt, dass ich ihm den Atem raube. Ich schätze, das trifft nicht nur auf ihn zu. Oh, da ist noch eine Drohne, oder? Ja, ich wollte eigentlich meine Drohne da hinten hinschicken. Mist. Na ja, toll, jetzt komme ich da so nicht mehr rein. Ausstellungsebene. Ach, der Typ schon wieder. Wurde Rom an einem Tag erbaut? Ja, geil. Wir alle kennen die Antworten darauf. Warum also denken die Leute, dass der Wiederaufbau der Atmosphäre so schnell ginge? Immerhin hat es 2 Jahrhunderte gedauert, sie zu ruinieren. Schon klar, schon klar. Intelligenter Exomonteur-Second-Skin. Doch mit jedem neuen Tag. Krass. Mit jedem Sieht gut Start, aus. Entwickeln wir Projekt Forschungsschaukasten und universelle Materie-Kompilator. Ladungsverteilung und chemischen Zusammensetzung bis zum Wertstoffrecycling. Hier bei Creo arbeiten unsere Wissenschaftler Tag und Nacht, um die Grundlagen von Jonah Guttenbergs großer Vision weiterzubringen. Niemand hat je versucht, was wir hier tun. Wir erforschen neue Methoden, welche die Grenzen des Machbaren immer weiter ausdehnen.
Jeden Tag verbessert eure Arbeit die Zukunft der Menschheit und bringt uns unserem Ziel Stück für Stück näher. Es ist eine große Aufgabe, doch zusammen kriegen wir das hin, was es auch kostet. Wir erschaffen ein neues Paradies, ein Utopia für alle. Raketenantrieb MK99. Erblüht ein Garten über Nacht? Wurde Rom an einem Tag erbaut? Wir alle kennen die Antworten darauf. Einschätzung biochemischen Widerstands. Die Leute, dass der Wiederaufbau der Atmosphäre so schnell ginge. Immerhin hat es 2 Jahrhunderte gedauert, sie zu ruinieren. Nanostruktur Mikrobenhybrid. Wir sind alle ungeduldig. Neuerschaffung der Natur durch Technik. Nanostruktur globale Nutzbarkeit, wie aus Abfall Hightech-Material wird. Unsere Forschung macht ja keine Pause. Schematische KI, sofortige Werkzeugherstellung. Nicht alles kaputt hier. Autonome Herstellung, der Ersatz für traditionellen 3D-Druck. Hier gibt es auch wieder viele Shortcuts. Also irgendwo hier. Niemand hat je versucht, was Forschung und Entwicklung waren entscheidend für unsere anhaltende Mission bei Creo. Wir verbessern und verfeiern unsere Methoden täglich. Tagtäglich. Wir haben die Lösung, um den Kampf für unsere Zukunft fortzusetzen. Du auch? Creo IP 75 Inducer. Was es auch kostet. Wir erschaffen ein neues Paradies. Ein Utopia für alle. Komme ich denn da hoch? Da liegt ein Item drauf. Da. Erblüht ein Garten über Nacht? Wurde Rom an einem Tag erbaut? Wir alle kennen die Antworten darauf. Warum also denken die Leute, dass der Wiederaufbau der Atmosphäre so schnell ginge? Immerhin hat es 2 Jahrhunderte gedauert. Ach, geil. Solltest du nicht an deinem Arbeitsplatz sein? Noch 2. Warren? Was treibst du da unten? Meld dich so schnell es geht. Hey, hier sitzt jemand. Oh Gott. Alec Norris. Mit ihm reden wir beim nächsten Mal. Vergib mir. Ich heile mich nochmal und ja gut, wir schlucken nochmal 1000 Altmetalle. Können wir nochmal ein Level aufsteigen? So, das dürfte auf alle Fälle reichen. Halt. Ja, super. Wunderbar, das war's dann für heute. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.